Moin, hier ist der Angelus. Willkommen zurück zu Assassin's Creed 4. Spaß mit Flaggen. Wir wollen uns heute hier die Plantage vornehmen. Aber vorher gehe ich nochmal kurz in die Kajüte. Denn wir können die letzten Breitseitenkanonen kaufen für die Jackdaw. Haben richtig schön viel Material bekommen. In der letzten Folge. Da das fette Schiff hatte einfach mega viel dabei. So, Fracht verkaufen kann ich auch noch hier. Ein bisschen Zucker weg. Und rum. Rum war jetzt nicht so viel, nur 300. Naja, ich habe fast 200.000, also. Hab genug Geld. Kaufen. Jackdaw-Updates. Breitseitenkanonen. So, der Rumpfausbau ist maximiert. Breitseitenkanonen werden es jetzt auch sein. 20.650 Holz. Dann habe ich danach auch erstmal wieder gar kein Holz. Ich glaube, für ein weiteres Update reicht es auch nicht mehr, ne? Nee. Aber hier, 23 Breitseitenkanonen mit vernichtender Feuerkraft auf jeder Seite. Jagdkanon fertig. Stärke des Rambocks brauche ich noch den Plan. Stärke der Rundkugeln, die sind maximiert. Stärke der Kettengeschosse maximiert. Mörser, fehlt Metall. Drehbassen, Metall. Schwere Kugeln, auch Metall. Alles Metall. So, aber die Breitseitenkanonen, die sind schon mal sehr schön. Noch mehr Feuerkraft. Ja, die sehen auch jetzt ein bisschen goldig aus, die Feuer, die Kanonen, seht ihr? Das Metall der Kanonen hier. Sonst waren die immer so ein bisschen grau. Jetzt sind die hier golden, weil die einfach geil sind. So, dann gehen wir hier mal rein auf die Plantage, suchen den Schlüsselmeister. Der ist da oben. Ich werde aber hier erstmal noch zur Windmühle gehen, das ist, glaube ich, der Aussichtspunkt. Damit wir hier uns einen Überblick verschaffen können. Noch sehe ich gar keine Feinde. Sie werden wahrscheinlich in der Nähe vom Lagerhaus sein. So, hier werden wir noch versuchen, alles mitzunehmen auf dieser Insel. Besonders den Maya-Schlüssel. Ich komme nicht weiter hoch. Ich dachte, bei der Kante hält er sich noch fest. Vielleicht hier beim Fenster? Ja. Springst du da oben hin? Nein? Ah. Interessant. Wer schießt da? Wehe, schießt auf mich. Ich park hier nur. Wo ist denn das andere Schiff, was hier noch Patrouille geparkt hatte? Das ist weg. Hier soll es recht sein. Heute Folge 44 hier. Bald sind wir durch mit dem Spiel. Und dann kommt Horizon. So, da ist das Fragment. Ich muss aufpassen, dass ich hier nicht gegen einen von den Flügeln springe, oder? Hab's. Wenn ich aber in den Heuhaufen gesprungen wäre, hätte das vom Winkel her nicht mehr gepasst, glaube ich. Okay. Assassinaufträge. Wenn die hier auf der Insel sind, würde ich die machen. Wenn die woanders sind, dann nicht. Weil das kann man sonst kombinieren, wenn die hier auf der Insel sind. Aber ich habe keine Lust, noch woanders hinzureisen wieder. Die bringen ja auch nichts mehr als Geld, diese Assassinaufträge. Und Geld habe ich genug. Ein Flüchtling, der viel brutaler und ruchloser Verbrechen gegen harmlose Zivilisten schuldig ist, versteckt sich auf einer nahen Insel vor dem Gesetz. Tötet ihn damit niemand. Na, es ist eine andere Insel. Die Bewegung war auch gut gemacht von Kenway gerade. Nö. So, hier muss ich in das Gebiet. Da ist das Maya-Dings. Haben wir hier Kapuzineraffen? Davon könnte ich nochmal zwei killen. Nee, brauche ich nicht. Nee, habe ich schon. Brauche ich nicht mehr. Okay, da, jetzt geht's los mit den Wachen. Schöne Festung hier, auch mit den Kanonen da oben drauf. Oh, der sieht mich. Er dreht sich gerade um, perfekt. Alles geplant. So, die anderen zwei Punkte da sind unten. Aber die Kiste ist noch hier. Geh doch mal runter von der... Wer sieht mich? Häng dich immer an die Kante, Edward. Ich kann mich hier an der Kante nicht hinhängen.
Er kommt zum Glück nicht. Blöde Kiste, die da steht. So, das wären schon mal 2 von 5. Da haben wir eine Glocke. Hier in dem Bereich soll der Schlüsselträger sein und das Lagerhaus ist da. Ich muss sowieso hier in die Zone rein. So sehe ich ihn noch nicht. Da ist er. Nee. Ach, ich dachte, der sieht so anders aus, dass der den Schlüssel dabei hätte. Nee. Vielleicht an der Villa. Laufen wir mal hier durchs Zuckerrohr durch. Keine Spur. Okay. Habe ich schon ganz schön viele markiert hier. Keine Spur vom Schlüssel. Von hier hinten werde ich mal da reinschleichen. Da ist er. Jetzt habe ich ihn. Scharfschütze auf dem Dach plus noch das Fragment da. Er ist zu weit weg, um zu pfeifen. Vielleicht kriege ich die Leiche hier nochmal versteckt. Nein, es ist da. Ich dachte, hier wäre einer. Ja. Der Schlüsselträger kommt nämlich. Der kommt wieder hier reingelatscht gleich, ne? Ja, und der hält sich erstmal. Dann gehe ich schnell aufs Dach, den Scharfschützen vielleicht noch ausschalten. Hoffe ich mal, dass es so klappt, dass er nicht runterfällt. Wenn der runterfällt, schlägt der Alarm. Komm schon. Ich leg dich ein wenig weiter hier hin. Der Schlüsselträger. Perfektes Timing. Okay, den habe ich. Jetzt rennt hier hinten auch keiner mehr rum. Perfekt. Ich packe ihn trotzdem noch mal da rein. Ist ein großer Haufen. Ist Platz. So, kriege ich jetzt das Artefakt noch? Fragmentings, ohne gesehen zu werden. Auf der Flagge ist das drauf. Das ist ja voll. Also ich muss zum Baum, ne? Ich muss auf den Baum rauf dann. Ich könnte da unten noch mal ein bisschen für Stunk sorgen. Die könnte ich da ausschalten, wenn ich auf die Pulverfässer schieße. Und ansonsten vielleicht den einen oder anderen nochmal mit einem Berserkerpfeil oder sowas. Ich guck mal. Vielleicht kriege ich das hin, dass die anderen mich nicht sehen. Das verstecken. Ja, guck mal, die sind jetzt erstmal nur da wegen der Explosion. Und jetzt den Berserker... Pfeil auf den Fetten da. Und auf den? Nee. Ups. Ah, jetzt haben sie ihn schon wieder. Okay. Das war auch eine Übermacht gegen den einen. Aber es sollte, glaube ich, gereicht haben, um ungesehen auf den Baum zu kommen. Nur nicht so lange hier auf der Flagge stehen bleiben. Super! Im Moment bin ich noch recht zufrieden hier. Dann können wir jetzt schon zum Lagerhaus gehen. Und den guten Stoff rausholen.
werden hier noch angelaufen. Komisch, sonst ist kein anderer mehr hier bis hier oben hingelatscht. Jetzt der auf einmal. Da ist das Lagerhaus. Kann ich den hierher pfeifen? Leider zu weit weg. Oh, komm schon schneller. Kipp um. Den Typen hier irgendwo loswerden. Hier. Keine Lust, dass einer eine Leiche findet und dann zur Glocke läuft. Komme ich hier nochmal durch? Ja. Ach, guck mal, hier ist das Maya-Dingens. Spannend! Okay. Ja, eindeutig. War mal wieder eins von den leichteren Dingern. Gibt viel, viel, viel mehr von den Maya-Steinen Schlüsseln als bei von den Templern, ne? Da gab's nur 5. Und noch ein Stein. Noch ein Stein. Bleiben noch 3, die mir fehlen. 3 Stück. Okay, ein fetter Captain plus die Glocke. Die kann ich noch ein Stück weiter vor. Ich könnte den Captain wild machen. Dann kämpft er gegen seinen Kollegen. Na, den müsste er auch wegballern, der ist noch mächtiger als der One-Hit. Haut er ab. Wäre cool, wenn der jetzt hierher kommen würde, aber nee. Noch läuft er ein bisschen planlos rum. Hat er das gehört? Geil. Schön in die Arme. Weg mit der Glocke. Ah, der Typ haut wieder ab. Auch geil. Hier stehen so viele von den roten Fässern rum, hätte man auch alles in die Luft jagen können. Guck mal, nochmal 100 Metall, Holz und Stoff. Vielleicht reicht das 100 Metall ja, um irgendwas anderes nochmal aufzu... oder? Nee, es kostet alles 3... Nee, nee, reicht noch nicht. 3 oder 400 brauche ich für die anderen Updates. Okay, wo ist hier diese Kiste? Da. 4 von 5. Eine fehlt noch. Verfolgt er mich? Ja, jetzt schon. Shit! Alarm! Wolltest du Alarm sagen? Das muss man anders aussprechen. Alarm! Muss das heißen. So. Okay, wenn aber noch eine Kiste fehlt, wo ist denn die? Ah, guck mal, auf der Insel. Ja gut, wenn ich dann auf der Insel war, kann ich hier auf das Schiff und wieder zurück zur Jackdaw. Assassinenaufträge hier, wie gesagt, die bringen im Moment nur ein bisschen Geld, was aber niemand mehr braucht. Und die Trophäe für alle Assassinenaufträge habe ich ja, wie gesagt, schon alles. 3 von 3, New Bone. Mensch, hat voll Spaß gemacht heute hier auf der Plantage. Richtig gut vorangekommen. Ohne große Kämpfe. Goldkette. Like a pimp. Und zurück zum Schiff. Drei Schlüssel nur noch.
Und wie gesagt, zwei davon sind hier. Hier sind zwei Maya-Schlüssel drauf. Gucken, ob ich das noch mache. Also nicht jetzt, aber... Jetzt geht's dahin. Hauptmission. Ist schon weiter weg. Halbes Segel, fangt etwas Wind ein! Aber die Plantage hier ist kein, Hoch, Leute! Kein Feindgebiet mehr. An die Bramsegel! Kein feindliches Gebiet mehr. 5000 Meter, das ist ganz schön weit weg. Kann ich noch ein bisschen abkürzen? Ja, hier zum Beispiel von der Festung aus. Bist ja endlos am Segeln bei 5000. Segel setzen, Bewegung! Ja. Andere Richtung. Ich weiß, unser Mädchen kann segeln. Natürlich jetzt kann zeigt sie das. Es. Besonders bei so schönem Wetter, wenn das Wasser wieder schön blau ist. So, aber ein bisschen Metall noch, könnte ich noch, sogar noch die Drehbasse auf Maximum bringen und so. Mal gucken. Hauptsache, ich werde fertig mit dem Spiel, bevor Horizon Zero Dawn erscheint. Stufe 49, dicker Brummer. Schade, dass man nicht selber so ein Schiff irgendwann selber steuern konnte, ne? Die Jackdaw bleibt halt von der Größe her immer gleich. Nur, dass sie stabiler wird mit mehr Bewaffnung. Dafür ist sie aber schnell. Aber wie ist es kein Feindgebiet hier? Hier komme ich so durch. Nur Rumzucker. Die sind eher auf Auslieferungsreisen hier, die beiden. Holz, 113. Ne, brauche ich auch nicht. Mal wieder ein ruhiger Tag auf See. So, da vorne, wo das Schiff auf Anker ist, müsste das sein. Das ist die Princess. Das ist das Schiff von Rogers. Auf der Fahrt hierher ist einfach nichts Besonderes passiert. Ich bin einfach nur gerade ausgefahren, deswegen habe ich das ein bisschen rausgecuttet hier. Aber da ist die Princess. Da ist der Treffpunkt. Hier geht die Hauptgeschichte jetzt weiter. Langsamer fahren. Treffen, Männer! Bramsegel einholen! Damit wir das Ding nicht rammen. Pech auftragen. Okay, Black Barts Schachzug. Segel bergen! Wir sind Black Bart. Sieht, Männer! Großsegel bergen! Ah, Captain Kenway. Nehmen wir dein Schiff für dieses Vorhaben oder mein? Erst will ich mehr wissen, bevor ich entscheide. Ah, ein erster Schachzug. Aha. Dieses Singvögelchen hier hat mir gezwitschert, dass eine nahe Gallione den Schatz trägt, den ich suche. Ich hoffe für ihn, er hat recht. Hast du alles gut durchdacht? Oh ja. Mit diesem Mann holen wir uns eine portugiesische Flagge, die uns so nah wie möglich an unser Ziel heranbringt. Eine äußerst simple Idee, wenn ihr meine Befehle Wort für Wort befolgt. Dann die Jackdaw. Exzellent. Mein Schiff ist sowieso besser als deins. Okay, portugiesische Flagge klauen. Wir sind unter Segeln, Roberts. Wie lautet der Plan? Das Flaggschiff dieser Flotte transportiert einen wertvollen Schatz in einer großen Truhe. Kristallgefäße voller Blut. Vielleicht erinnerst du dich. Wir jagen ein paar Tropfen Blut. Ist das alles? Ich bat dich, meine Befehle Wort für Wort zu befolgen, Captain. Und ich ließ keinen Spielraum, sie zu hinterfragen. Ich will diese Blutfläschchen intakt. Und bekomme ich sie nicht, betrachte ich uns als Feinde. Verstehst du das? Ich versuch's, Ei. Stimmung lockern, Topsegel reffen. Wir sind hier auf meinem Boot, ja? Also, ich hab hier das Kommando, ey. Dicht holen, Fahrt zulegen. Wo kommt der Wind her, wenn hier überall diese mächtigen Felswände sind? Leicht vom Wind abfallen. Okay. Kommen wir zur Sache, Captain. Siehst du dieses Schiff da? Nee. Wir brauchen seine Flagge, damit der Kniff funktioniert. Wenn ich denen die Flagge stehlen kann, ohne dass sie es merken, ja, tue ich es. Um Himmels Willen, tu es. Ja, doch.
Kommissar Falar, Capitão. Wenn ich wiederkomme, dann möchte ich, dass mein Schiff noch da ist. Guarde e proteja, senhor. Como se encontra nesta noite tão formosa? Muito bem, obrigado. Só um pequeno passeio por entre a frota para ver se estão todos ainda. Also, die reden miteinander. Está tudo em ordem por este lado? Sim, senhor. Tudo em ordem, senhor. Estamos apenas à espera que o nosso navio almirante seja reabastecido antes de zarparmos. Ah, e julgo que um dos nossos navios mercantes da nossa frota necessita de um novo mastro. Nossa Há frota? Homens em terra neste momento em busca de uma árvore que sirva de tal propósito. Hein? Bem, embarcadores por entre vós. Espera aí, então, só uma palavrinha. Quantos julgam que serão? Compõem a maior parte da nossa frota, senhor. Dos nossos 42 navios, diria que mais de 2/3 são embarcações mercantis. Also, ungesehen hat's nicht geklappt. Ja, wie könnt ihr denn in dem Winkel runterschießen? Seine Waffe guckt ja noch nicht mal raus. Ich tauche hier mal ein bisschen ab. Es muss natürlich blöd auf den vorderen Mast sein, ey. Wenn das der hintere Mast wäre, dann hätte ich ja besser hochkommen können. Ne, sie haben mich wieder aus den Augen verloren, weil ich getaucht bin. Da ist ein Haken. Ich kann mich halt schnell hochziehen. Ich muss nur unbemerkt an den Haken kommen. Oder ich stürme einfach und lass mich hochziehen. Stürmen! Weg da! Und hoch! Wenn ich oben bin, dann sehen sie mich nicht mehr. Ich bin so weit oben, so weit können die gar nicht gucken. Siehste, klappt. Easy. Nein, nicht schießen! Ich bin unbewaffnet! Nein! Ach! Der zieht sich da auch nicht... Ja, genau! Sag mal, hast du... gelitten da oben, oder was? Das fällt dir ein. Ich bin nur hier, um zu klettern. Geh mal auf die Außenseite, so. Schau nicht darauf. Alter, wer ballert da schon wieder? Wer hat denn diesmal geschossen? Da oben ist auch keiner mehr. Wer hat mich im Grund untergeschossen? Von unten? Die können gar nicht so hoch schießen. Boah, was ein Krampf. nur hier hochzuklettern, um die blöde Flagge zu holen. So, meine. Crewmitglieder erschlagen mit Flagge. Prazer falar consigo, jovem. Jetzt muss ich wieder hier runterkommen. Entrego os meus cumprimentos ao seu capitão. Das ist aber nicht so certo, problem. Senhor. Ele de momento está a dormir. Vai lamentar não ter oportunidade para falar consigo. É uma pena. Até à próxima. E que Deus vos abençoe. Diese, keiner musste sterben. Hast du die Flagge? Natürlich. Ei, wir haben sie schon gehisst. Das sollte genügen. Nehmen wir Fahrt auf. Jetzt kann ich hier weiter. Halte Abstand. Immer schön langsam. Ei, die Flagge, die wir stahlen, wird uns nicht ewig vor neugierigen Augen schützen. Das glaube ich auch. Was sind das eigentlich für eine Passage hier? Guck dir das mal an, wie viele von den Schiffen hier drin sind. Ich muss jetzt durchfahren nach da unten. Voll gefährlich. Por favor, senhor, imploro que considere aquilo que está prestes a fazer. Não é possível. Was hat er gewinselt? Er winselt nicht. Er ist begeistert. Begeistert. Alter, rotz hier nicht auf meinem Schiff rum. Die haben keine Manieren, ey. Was geht denn mit dem? Widerliche Leute. Nein, 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 nicht Wind. So, die Nossor Senor aufspüren. Ich versuch's ja. Mehr Segel. Alles, was wir haben. Bisschen schneller können wir. Wir müssen aufpassen, dass der Wind uns nicht gegen so eine Felswand drückt.
Direkt voraus. Sie laden etwas von dem Schiff ab. Ist es unsere Prise? Die Kiste wollen wir haben. Vielleicht solltest du an Land gehen, Captain Kenway. Sollte ich vielleicht. Ruhe finden. Wenn sie enthält, was ich suche, bring sie her. Okay. Sag ihnen, dass wir die Pest an Bord haben. Sag ihnen, sie soll nicht näher kommen, sonst holt sie sich den Tod. Wir haben die Pest an Bord? Aber wir sind gar nicht vor Madagaskar. Komisch. Gut, Leute, wir machen in der nächsten Folge weiter. Dann gehe ich da an Land und versuche, die Kiste zu erbeuten. Mal gucken, wie das laufen wird. Ich bedanke mich fürs Einschalten in der heutigen Episode hier beim Durchschleichen mit portugiesischer Flagge. Da oben sehen wir die auch. Also die haben sie auch wirklich gehisst. Seid mal ruhig. Ich rede hier noch. So, und ich hoffe, ihr seid in der nächsten Folge wieder mit dabei. Ich verstehe den Typen sowieso nicht. So, versteckt bin ich schon mal, aber kommt ihr hier noch her? Nee. Alter, warum müssen die so laut sein? So Leute, bis zur nächsten Episode von Assassin's Creed 4 Black Flag. Ciao, ciao.